Der Grenzübergang Medyka-Przemyśl zwischen Polen und der Ukraine. Das ist kein Stau. Polens Bauern blockieren die Grenze, protestieren gegen Importe aus dem Nachbarland. Ukrainische Lkw-Fahrer sitzen deshalb seit Wochen an der Grenze fest. Es ist eng im Auto, deshalb stehen wir auf der Straße, um zu kochen. Jetzt gehe ich das Geschirr abwaschen. Und das hier haben wir gegessen. Die polnischen Landwirte protestieren gegen viel zu niedrige Preise und schlechte Bedingungen. Vor kurzem zogen sie aus dem ganzen Land nach Warschau. Mateusz Dąbrowski unterstützt den Protest. Für den Apfelbauer steht viel auf dem Spiel. Ich betreibe das Gut mit meinem Vater Marek und einem meiner Brüder Tomek. Unsere Familie beschäftigt sich seit vielen Generationen mit dem Obstanbau. Seit über 100 Jahren produzieren wir in diesem Familienbetrieb Obst. Der Vater, die Brüder, unsere Frauen, meine Schwiegereltern, wir alle beschäftigen uns ausschließlich mit der Apfelproduktion und ernten jährlich über 1000 Tonnen. Wir sind eine Bauernfamilie. Mein Großvater war Obstbauer, mein Vater. Und wir alle sind in diese Produktion eingestiegen, weil wir die Arbeit im Obstgarten lieben und sie uns Freude macht. Aber ich beobachte, dass sich die Situation immer weiter verschlechtert. Denn unsere Produktionskosten sind sehr hoch und die Obstpreise sehr niedrig. Die Obstpreise sind stark gesunken auf das Niveau von vor 15 Jahren. Und gleichzeitig sind die Kosten für die Produktion in diesen Jahren gestiegen. Für die Krise verantwortlich machen die Dąbrowskis und die meisten Bauern Polens Umweltvorschriften der Europäischen Union und die offene Grenze zur Ukraine. Die neue Regierung Polens steht an der Seite der EU, verspricht aber, die polnischen Bauern vor unfairem Wettbewerb aus der Ukraine zu schützen. Es ist eine Tatsache, dass die Hälfte des Ackerlands in der Ukraine Agrar Holdings gehört. Die größte umfasst mehr als 1 Million Hektar Land. Solche landwirtschaftlichen Betriebe sind mit keinem anderen Betrieb in der Europäischen Union vergleichbar. Das Verhältnis ist unausgewogen. Die Importe aus der Ukraine gefährden möglicherweise die Stabilität. Obst und andere Produkte aus der Ukraine mit geringen oder gar keinen Beschränkungen in die EU zu lassen, war ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine nach dem Einmarsch Russlands. Nun aber meinen die Bauern Polens, dass die Unterstützung ihre Existenz gefährde. Diese Proteste richten sich nicht gegen die Bürger der Ukraine. Die Ukraine wurde unterstützt. Ich denke, die Mehrheit der polnischen Landwirte ist nach wie vor dafür, die Ukraine zu unterstützen, sei es militärisch oder humanitär. Vor 2 Jahren, als wir sie willkommen hießen, als es viele Flüchtlinge gab, vor allem Frauen und Kinder, glaube ich, dass jemand, der die Situation in den ausländischen Medien verfolgte, sah, dass es in Polen diese Bereitschaft und Offenheit gab, sie aufzunehmen. Doch der Zeitpunkt der Proteste vor der Europawahl und die radikalen Ansichten einiger Demonstranten wecken bei Beobachtern den Verdacht, dass die Wut der Bauern politisch instrumentalisiert werden könnte. Die wichtigste Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie es dazu kommen konnte, dass gerade jetzt diese Proteste in einem solchen Ausmaß stattfinden. Wir gehen davon aus, dass das kein Zufall ist, dass sie manipuliert und von außen angeheizt werden. Wir sind absolut sicher, dass Russland diese Proteste auch dazu nutzt, Spannungen innerhalb der EU-Länder zu erzeugen, auch in Polen. Mateusz Dąbrowski und viele polnische Bauern wollen weiter Druck machen, während die Regierungen in Warschau und Kiew verhandeln.